Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. Willkommen, liebe Modellbahnfreunde, zum Tag 3 der Messeberichterstattung hier von der Dortmunder Intermodellbau 2024. Wir haben ja in den vergangenen Tagen schon sehr viel zeigen können und dürfen. Und heute freue ich mich ganz besonders. Ja, wie soll ich sagen? Wieder einmal nach langer Abstinenz am Stand von Lilliput zu sein. Und neben mir steht Manfred Böbel. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir beide wieder, ja, wie lange ist es eigentlich her, wieder miteinander sprechen? Ich denke, das war die Spielwarenmesse 2017 oder 18. Doch schon so lange her. Das müsste das letzte Mal gewesen sein. Ja. Und ich habe schon immer das Bedürfnis gehabt, Lilliput unbedingt dabei zu haben, liebe Freunde, weil es gehört einfach dazu. Irgendwo muss ja die Vielfalt herkommen. Ja, es freut mich auch ganz besonders, dass ich wieder dabei oder dass wir wieder dabei sein können. Ich möchte natürlich dich und dein Team zuerst einmal ganz herzlich begrüßen an unserem Stand. Danke. Freue mich wirklich, dass ihr da seid und dass wir ein bisschen plaudern können zusammen. Ja. Diesmal in etwas lockererer Runde. Ja. Und ich denke, das kriegen wir auch hin heute, auch wenn wir ein bisschen improvisieren müssen, weil in den... Ist Messe. Ja, genau. In den Tagen davor hatte ich leider keine privaten Geschichte. Ja. Und jetzt legen wir einfach los, würde ich sagen. Na klar. Wir legen einfach los. Ich würde sagen, lasst uns die Spiele beginnen, liebe Freunde. Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie also hier, ich will nicht sagen Feuerwerk, aber doch so schöne Neuheiten und auch alte Neuheiten wiedersehen werden, die auch Wunsch vieler Modellbahner waren, hat mir Manfred gerade verraten. Und ich denke, wir werden also hier den einen oder anderen Wunsch sicherlich erfüllen können heute. Das glaube ich schon. Ja. Bevor wir mit den Neuheiten anfangen, möchte ich zunächst mal auf... weil du es gerade erwähnt hast, auf bereits lange gewünschte Neuheiten eingehen, vom letzten Jahr noch, die noch nicht ausgeliefert sind. Die Leute fragen uns ja jetzt hier auf der Messe immer und so habe ich zumindest die Möglichkeit zu sagen, ja, ihr braucht uns nicht mehr fragen, ihr seht es jetzt hier im Video, der 628.0, auf den ja schon lange gewartet wird. Der ist jetzt also so weit, dass wir ihn ausliefern können. Den haben wir auch gerade im Bild. Den haben wir gerade im Bild. Das ist ja fast ein Klassiker, würde ich sagen. Das ist ein Klassiker, sicherlich. Und ich weiß, dass viele darauf gewartet haben. Nachdem es ja den 627er schon lange von der Konkurrenz gegeben hat, haben wir den 628 gemacht, haben uns darauf konzentriert und fokussiert und stellen den also jetzt in zwei verschiedenen Varianten vor. Einmal mit Pufferbohlen, das war dann schon die spätere Ausführung, die sind später erst dann montiert worden. Und einmal natürlich in der Ursprungsausführung mit Scharfenbergkupplung. Und der ist ja also jetzt wirklich so weit, dass wir sagen können, im Sommer, im Juli, können die Leute sich schon mal das Geld sparen. Ja. Da wird er wohl dann im Handel sein. Kommt die Frage natürlich immer, in welcher Ausstattung kommt er? Kommt er analog, kommt er digital? Wobei analog ist ja schon fast out eigentlich irgendwo. Das ist schön, dass du das erwähnst. Ja. Denn da kann ich jetzt mal auf diese Sache mit dem digital, analog und so weiter eingehen. Die Leute fragen uns auch immer, ja, kommt er denn auch mit Sound? Ja. Es gibt da verschiedene Philosophien. Mhm. Jeder Hersteller macht es ein bisschen anders. Und jeder Hersteller hat natürlich auch andere, ich sag mal, nicht Probleme, aber andere Anforderungen an den Hersteller, wo er es machen lässt, die Sachen. Und bei uns ist es eben so, wenn wir mit den Leuten sprechen auf der Messe, dann stellen wir fest, es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Analogbahner. Sowohl in H0 als auch in N. Ja, die gibt es tatsächlich noch, Es sind wirklich noch sehr viele. Ja, die gibt es tatsächlich. Und der Analogbahner, der möchte natürlich nicht für ein Fahrzeug bezahlen, was er gar, nicht braucht. Also sprich, wenn ich analog fahre, möchte kein Digital, möchte auch kein Sound, weil mich das dann nervt, wenn drei Loks gleichzeitig auf der Anlage Krach machen. Ist sowieso zu viel. Ja. Dann möchte der nicht einfach Geld ausgeben für Dinge, die er nicht braucht oder nicht haben will. Deswegen machen wir das generell so. Bei unseren Gleichstromfahrzeugen machen wir ein Fahrzeug, wo eine digitale Schnittstelle drin ist. Das ist die Normschnittstelle. Im Moment ist das die 21-polige MTC-Schnittstelle nach NEM 660.
die ist bei uns überall eingebaut. Ja. Wir haben dann normalerweise auch eine Lautsprechervorbereitung, so es der Platz zulässt. In N haben wir den Lautsprecher sogar immer eingebaut, da muss man überhaupt nichts mehr machen, also sondern nur noch den Decoder reinstecken. Genau. Aber in H0 ist es so, dass wir den Lautsprecher vorbereiten, ja. Und dann kann der Kunde wirklich das Fahrzeug quasi in der Grundvariante kaufen und kann dann entscheiden, ich fahre digital, also stecke ich den Decoder meiner Wahl dort ein, weil viele Leute haben ja auch, ich sag mal, ganz spezielle Vorstellungen, möchten den Decoder von der Firma haben, der eine kann das, der andere kann das, der eine ist einfacher zu bedienen für bestimmte Leute, der andere auch wieder nicht. Genau. Also möchte ich meinen Wunschdecoder reinstecken, das soll der Kunde können. Und bei Sound ist es genauso, ich stecke meinen Wunschdecoder, Sounddecoder ein, mache den Lautsprecher meiner Wahl rein. Bei H0 ist es relativ einfach und wenn ich es nicht selber kann, dann macht es einen Umbaubetrieb und dann habe ich das Fahrzeug so, wie ich es möchte. Habe aber nicht das ganze Geld ausgegeben und vor allen Dingen, ich finde es ja auch irgendwie, ich sag mal, ein bisschen komisch, wenn ich dem Kunden einen Zwangsdecoder aufs Auge drücke. Also ich baue was ein und das muss er dann nehmen, egal. Und wenn er was anderes will, muss er es ja wieder ausbauen. Ja, kostet ja alles Geld. Und den Decoder seiner Wahl einbauen. Ja. Da muss er ja nochmal Geld in die Hand nehmen. Ja. Das ersparen wir dem Kunden. Ja, genau. Wissen Sie was, liebe Freunde? Manfred hat mir gerade aus der Seele gesprochen. Ich hätte es eigentlich, das ist eigentlich schon immer so meine Gedankenwelt gewesen, warum die Modellbahnhersteller ganz einfach nicht dem Kunden letztendlich überlassen, was er haben möchte. Ich finde das eigentlich eine super Einstellung und wenn ihr das so durchzieht, finde ich ganz große Klasse. Ja, also ich denke schon, dass das eine Philosophie ist, die jeder versteht auch. Ja, ja. Und wir hören es ja auch von den Leuten immer, dass das für viele furchtbar ist, dass es so bei manchem gehandhabt wird und wir wollen es halt nicht so machen. Okay, jetzt haben wir genug darüber philosophiert, die Leute wollen ja eigentlich die Neuheiten sehen. Wir wollen ja auch weitermachen mit dem 6.28er. Wir wollen auch weitermachen mit dem 6.28er, da waren wir ja stehen geblieben. So, was kommt jetzt? Guck mal rein. Genau, das waren ja jetzt die Neuheiten vom Vorjahr, jetzt ausgeliefert werden. Und das ist von diesem Jahr. Und jetzt gehen wir zum 6.14er von diesem Jahr, da haben wir schon angefangen gerade. Und da haben wir jetzt, wie ich es vorhin schon erzählt habe, alle drei Varianten gemacht, die es in Orange überhaupt gab. Diesen hier, da kann man dazu sagen, das ist der, der jetzt nochmal wieder aufgelegt wurde. Ja. Epoche 4 mit Gepäckabteil, neue Zugzielanzeige, neue Betriebsnummer. Und jetzt bekommen die Leute auch den Zug, die sie vorher nicht gekriegt haben. Ja. Die nächste Ausführung, die wir machen, ist das gleiche Modell. Das sehen wir bestimmt auch gleich im Bild. Ja, ja. Und das ist jetzt die Epoche 5, der hat also schon die BAG-Logo drauf, hat aber noch das Gepäckabteil und die Fenster sind noch nicht umgebaut. Okay. Denn die sind bei vielen Fahrzeugen im Laufe einer Revision später umgebaut worden. Man hat also nicht jedes Fenster dann mehr aufmachen können. Das Gepäckabteil ist rausgekommen, dafür sind Fenster reingekommen. Mhm. Und genau diese Variante gibt es dann auch noch von uns. Das ist nochmal die gleiche, die man jetzt sieht. So viele wunderschöne. Jetzt haben wir es, glaube ich. Das dürfte jetzt... Ach, ich glaube, wir haben von jedem zwei Bilder gemacht. Ja. Deswegen denke ich, ist das nochmal die Version von vorher. Dass wir nicht durcheinander kommen. Ah ja. Das ist nochmal diese Version, die ich gesagt habe, die alten Fenster noch hat, aber schon das neue DB-AG-Logo drauf. Ja. Und das nächste Bild, jawohl, hier haben wir es. Das ist jetzt das Fahrzeug... in der Epoche 5 mit dem Umbau, also was ich angesprochen habe, genau. Der also, man sieht es ganz links hinten bei dem hinteren Teil, dass kein Gepäckabteil mehr drin ist, dass dafür Fenster jetzt reingekommen sind. Und da kann man jetzt nur noch jedes zweite Fenster öffnen. Und dieses Fahrzeug ist bis zuletzt in dieser Ausführung gefahren und steht jetzt im DB-Museum. Und deswegen kann man fast sogar sagen, es ist zwar nicht das Museumsfahrzeug, weil die Beschriftung da ein bisschen anders ist, aber so wie es da ist, bis auf Kleinigkeiten, steht es jetzt im Museum. Also ich sage jetzt mal so, für Spur N ist das schon unglaublich von der Detaillierung. Der hat ja Inneneinrichtung. Das H0. Das H0, Entschuldigung. Das ist H0. Wir fangen ja mit H0 an. Ach so, du hattest ja gesagt. Ja, okay. Genau. Ich war jetzt schon auf N aus. Ja. Es ist aber, der kommt aber mit Inneneinrichtung, ne? Natürlich mit Inneneinrichtung, selbstverständlich. Der hat Innenbeleuchtung, Inneneinrichtung, wie es halt heute üblich ist, Führerstandsbeleuchtung. Dann sind wir gleich wieder beim Thema.
TC oder DCC. Aber darüber haben wir ja gesprochen, ist ganz klar. Wir bieten den Zug auch in Wechselstromausführung an. Ja. Allerdings nur die alten Varianten. Die alte Variante. Die neuen, die wir jetzt gemacht haben. Im Gleichstrom. Gleichstrom. Alles klar. Kommen wir zur nächsten Neuheit, würde ich sagen. Mal gucken, was wir jetzt für ein Bild kriegen. Ich finde das immer ganz spannend, weil ich bin immer so wie aus dem Tal der Ahnungslosen. Manfred steht hier, da weiß man, ach, gucke an, eine Dampflok. Ja, jetzt haben wir eine Dampflok, die ist H0E. Wir machen also mit H0E jetzt weiter. Ja. Die Neuheiten in H0E sind unter anderem 4 neue Varianten der Baureihe U. Ja. Die Baureihe U ist ja eine Dampflok, die besonders in Österreich sehr, sehr bekannt ist. Da gibt es sehr, sehr viele Varianten. Das war so die Standard-Dampflok, sag ich mal, im Schmalspurbereich in Österreich. Und die wird immer wieder angefragt und wir machen immer wieder Varianten und denken uns aus, was kann man noch machen. Ja. Und hier sieht man jetzt die erste. Das ist dieser schöne Lok. Ja, ja, neue Variante in der sogenannten Fotolackierung. Ja. Man hat ja auch damals schon Fotos gemacht von den Loks, wenn die aus dem Werk kamen. Ja, macht man heute komischerweise nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Also man hat jede Dampflok früher, würde ich sagen, fotografiert. Die hatten diesen Fotoanstrich in Grau meistens gehabt. Da wurden erstmal Werksbilder gemacht. Ja. Das kennt man so bis in den 40er Jahren wurde das so gemacht. Und dann ist man irgendwann abgekommen davon. Wegen der Schwarz-Weiß-Fotografie. Da hat man es gebraucht, ja, um einfach zu sehen, okay, die Kontraste von der Lok, die hat man durch diese Lackierung eben hingekriegt. Genau. Fürs Foto und dann ist die gleich runtergewaschen worden und dann hat sie zum Schluss die schwarze Lackierung gehabt. Ne? Also ich finde die Idee gut, aber was ich bei diesen Schmalspur-Loks, bei den Österreichern ganz besonders mal wieder auffällt, sind diese knuffigen Schornsteine oder Schlote, die drei sind mit diesem Feuerfang oben, dass also ja kein Funke rausgeht. Es sieht immer sehr martialisch aus, wenn so eine Lok kommt. Stimmt. Aber ich finde, die haben also ein wunderschönes Erscheinungsbild. Ja, obwohl ja nicht alle diese Variante vom Schornstein hatten. Ne? Ja. So wie wir es dann auch im Modell nachempfunden haben, aber es stimmt schon, es schaut knuffig aus. Ja. Aber die, ja, guck mal, da ist er, glaube ich, jetzt in Farbe. Ja, das ist schon mal die nächste. Ja, aber die Frage wäre jetzt, gibt es auch passende Wagen dazu? Passende Wagen gibt es natürlich. Ja. Also wir haben ja im Programm die Dampfloks der Zillertalbahn. Ja. Und da haben wir sämtliche Wagen für den Dampfzug haben wir im Programm. Also, würde also da sein. So wie er aktuell auch fährt. Aber auch in der alten Variante in Braun, wie es in Epoche 3 und 4 gefahren sind. Ja. Also da haben wir alles, sodass man einen kompletten Zug davon bilden kann. Okay, kommen wir nochmal zu der Lok zurück, glaube ich. Das war jetzt eine andere Variante, als die wir in der Fotolackierung gesehen haben. Ja, das ist jetzt die Lokomotive der tschechischen JMHD. Ja. Das müsste noch die da sein, genau. Und die haben wir deswegen gemacht, weil wenn man jetzt Urlaub macht, zum Beispiel im Waldviertel in Österreich, dann geht man doch meistens auch in die Tschechei, gleich gegenüber, über die Grenze. Das geht ja heute ganz einfach. Ja. Und da fährt eben auch so eine Lok rum mit einem nostalgischen Zug. Man kann also quasi von der Waldviertelbahn, die auch nostalgisch ist, umsteigen, mehr oder weniger, mit wenigen Metern dazwischen, in die Tschecherei und kann dort dann mit dem Dampfzug fahren. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, nee, die müssen wir also unbedingt auch machen. Na klar. Damit es die auch als Modell gibt. Ne? Aber die Ähnlichkeit einer Österreicherin ist nicht zu verwechseln, würde ich sagen. Ja, also das ist die gleiche Lok mit winzigen Änderungen beim Original. Ist schon klar. Ja. Ja, so, was hast du uns mitgebracht? Als nächstes haben wir die U auch nochmal gemacht als 298-05 der Steiertalbahn. Ja. So wie sie in der Epoche 3 bis 4 gefahren ist. Die hatten wir schon mal mit einer anderen Betriebsnummer. Ja. Aber es ist halt der Wunsch immer wieder da, dass die Leute auf ihrer Anlage dann auch, wenn sie schon die Steiertalbahn nachbilden, dann möchten sie auch mit zwei Loks fahren. Ja, also die eine fährt in die eine Richtung, der andere Zug in die andere Richtung. Oder die eine fährt halt jetzt mit Güterwagen, die andere mit Personenwagen. Also haben wir auch eine zweite Betriebsnummer gemacht, damit die Leute das machen können. Ja. Wobei ich ja manchmal festgestellt habe, oder sehr oft, weil ich bin ja auch einer, der das so gemacht hat, auf jeder Anlage sind Berge oder Bergstrecken. Also das wäre ja eigentlich Usus, Holz im Busch getragen, sage ich mal, wenn dort eine Bergstrecke ist mit diesen wunderschönen Loks in einer kleineren Spur, weil die sind ja dann in Schmalspur gefahren. Ja. Also wer eine H0-Anlage hat, kann die Loks also wunderbar einsetzen. Ja, besonders wenn ein Gebirgs- oder Österreich-Thema hat oder so. Ja. Genau. Tunnel und Berge, was erinnert mich da an? Schönen Knopf. Okay, das ist aber was anderes. Ja, genau. Okay,
Und dann haben wir noch eine Variante gemacht, der Murtalbahn, die wir jetzt im Bild sehen. Das ist die U43. Die gibt es deshalb, weil wir jetzt auch das Thema Murtalbahn aufgenommen haben und haben den aktuellen Dampfzug letztes Jahr schon gemacht, der schon ausgeliefert wurde. Das sind die, ist der mit den schönen blauen Wagen. Ja. Und da war eben auch der Kundenwunsch, ja, könnt ihr nicht von der Murtalbahn auch andere Loks machen, die da gefahren sind? Ja. Und dann haben wir uns eben diese Variante rausgesucht. Habt ihr euch lange bitten lassen, würde ich natürlich sagen. Aber ich muss jetzt mal dazu sagen, vom Design her, meine Dampflok kann also auch so wunderschön designt werden, das heißt mit Streifen, das hebt das irgendwie, macht das Ganze. Ich bewundere da immer die Briten, muss ich sagen, wenn die mit ihrer Flying Scotsman kommen und was weiß ich, die sind so wunderschön sauber und ganz toll mit Linien und ja, das stimmt. Ich finde das klasse. Das stimmt. Ich finde auch bei den Österreichern, gerade bei den Dampfloks, da haben die sich schon was einfallen lassen. Wenn man sich hier bei dieser Lok jetzt diese roten Rahmen ansieht, das hebt das nochmal. Das hat was. Sieht nicht so schön aus. Gibt es dann bei den Österreichern auch oft mal in grün. Ja. Und das sieht einfach schön aus, bei einer Dampflok. Ja. Macht was her. Ja, die könnte ja auch grün sein zum Beispiel oder auch blau oder was weiß ich. Also die Möglichkeit. Es gab ja auch farbige Dampflok. Ja, genau. Ganz wenige. Ich wollte ja bloß mal fragen. Also, So, Dampfloks, war das alles an Dampfloks oder kommt da noch was? Dampfloks in H0E war das alles. Ja. Aber wir können gerne bei H0E bleiben, weil da haben wir nämlich auch jetzt Loks, die schön bunt sind. Dieselloks. Na dann mach. Dann lege los, Manfred. Ja, ganz aktuell, wenn man heute Bilder sieht von der Zillertalbahn, dann sieht man diese Loks fahren mit der Mountopolis-Werbung drauf. Mhm. Die Lok sieht man auch manchmal, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, auf der Inntal-Autobahn. Ah ja. Kann man ja mal rüber gucken. Aha. Manchmal sieht man diese Lok. Ah ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich bin da nicht so viel unterwegs. Man sollte zwar als Autofahrer gucken auf die Straße, aber wie gesagt, das ist ein teilweise geläufiges Bild. Da habe ich mich schon manchmal gefragt, was sind das nur für Loks in Zapfen? Ja. Also das ist so, dass die beklebt wurden aufgrund dessen, dass ja gerade im Zillertalbahn sehr viele Leute Urlaub machen. Ist ja ganz bekannt. Ja. Die machen da Skiurlaub, die machen da im Sommerurlaub und deswegen hat sich dann diese Meierhofer Bergbahnen haben sich einfallen lassen, wir bekleben jetzt die Zillertalbahn-Loks, also zumindest drei davon, bekleben wir jetzt mit unserer Werbung und fahren eben dann auch mit solchen Loks durch die Gegend. Und da wird man gleich sehen, das war jetzt die Ausführung Winter. Das war Winter. Winter? Wir haben ja auch die sind auf beiden Winter. Seiten unterschiedlich. Passt, ja. Das ist nämlich jetzt die andere Seite von der Winterlok. Ja. Sieht ein bisschen anders aus. Ja. Und wenn wir jetzt mal weiterschauen zur Sommerlok, die sieht so aus und auf der anderen Seite auch wieder anders. Die kommt jetzt gleich. Also, sehen Sie? Ich muss mal dazu sagen, also ich finde sowieso beklebte Loks, also bunte Loks eigentlich viel schöner, die beleben auch das Bild als immer die schnöden roten Loks oder was weiß ich, was da so ein paar Farben rumfahren. Ja, also ist auf jeden Fall schöner als Einheitsrot. Ja genau, mittlerweile sind so richtige Kunstwerke auf den Schienen. Ja, schon, ja. Und da denke ich an die Frau Geibel in Österreich, genau. Die ja wirklich Lokdesign, muss ich sagen, Lokdesign absolut macht. Das ist unglaublich, gerade für die ÖBB, was die Frau sich schon hat einfallen lassen. Ich glaube, das ist auch so eine Ikone in dem Bereich. Wunderschön, muss ich sagen. Mir gefällt es immer. Sehr bekannt mittlerweile und wirklich sehr schöne Sachen. Ja. Auf jeden Aber Fall. Das hat sie nicht gemacht. Das haben sie wahrscheinlich selber gemacht. Die Meierhofer Bergbahnen haben das gemacht. Okay. Und da gibt es die gleiche Lok, das ist ja die D75, die Gemeinde D75. Die gibt es aber auch bei der SLB und da haben wir jetzt eine Lok gemacht, die es bisher so noch nicht gab. Das ist nämlich die, muss schnell überleben, die VS84. Ja. Und die haben sie eigentlich übernommen von der Zillertalbahn, haben auch eine ganze Zeit lang die fahren lassen in dem Design der Zillertalbahn noch und dann haben sie es umdesignt und jetzt ist eben der Schriftzug Oberpinzgau noch mit drauf gekommen. Das heißt also, die Lok ist auch ganz, ganz aktuell, die ist gerade erst, ich glaube, müsste entweder dieses Jahr oder letztes Jahr, müsste so um, ja dieses Jahr, das Oberpinzgau kam dieses Jahr drauf, das heißt also ganz aktuell, so fährt sie jetzt auch um eine ganze Aber Zeit lang. Man müsste vielleicht, weil wir gerade vorher schöne bunte Loks gesehen haben mit den Pinzgauern, mal sprechen, vielleicht fällt denn ja auch noch ein schöneres Design ein, oder? Naja, das ist ja recht einfaches Design, aber...
Macht halt jeder, wie er gern möchte. Wie er gern möchte. Also das liegt immer auch im Auge des Betrachters. War jetzt nur eigentlich so, weil ich gerade die schönen bunten Loks gesehen habe. Dann müssen wir mal zu SLB gehen und den Vorschlag machen. Gut, machen wir. Machen wir mal hin. Alles klar. Gut. So, die nächste Maschine. Ja, also Maschinen gibt es jetzt keine mehr. Aber in H0E haben wir ja verschiedene Dienstwagen, Packwagen, Gepäckwagen im Programm. Mhm. Und da ist uns aufgefallen, oh, einen haben wir ja noch gar nicht gemacht. Nämlich den Epoche 4 Braun Dienstwagen. Okay. Von der ÖBB. Wir haben also, meistens sind die grün gewesen, aber es gab eben auch welche in Braun. Und deswegen dachten wir uns, nee, also den müssen wir schon auch noch bringen, wenn wir jetzt schon alle gemacht haben. Damit wir alle durch haben, kommt jetzt der Braune auch noch dazu. Kommt der Braune auch noch. Ein Markant ist ja auch für den Schaffner, sagen wir mal so, dieser Vorbau. Die Tschechen haben das auch oft in ihren Packwagen gehabt, dass also der Zugführer oder wer auch immer als Bahnbediensteter das Mitfahren auch mal gucken kann, ist er noch auf der Schiene. Ja, gibt es auch viel in Amerika, die sogenannten Cabooses. Die haben ja von oben drauf. Damit man überall gucken kann. Ja. Und okay. Dann bleiben wir noch bei H0E. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich ganz gerne vorstellen würde. Das war nämlich auch jetzt wieder ein Kundenwunsch. Ja. Und zwar gibt es ja bei uns diese ganzen Wagen, von denen wir auch vorhin gesprochen haben, Zillertalbahn, Waldviertelbahn, die ganzen Personenwagen, die wir im Programm haben. Da hast du mir gerade ein Stichwort geliefert, Kundenwunsch. Macht ihr auch sowas, dass die Leute euch schreiben können und sagen, ich hätte gern das Modell von euch, das Modell. Und dann sitzt ihr irgendwann mal zusammen und sagt so, dann suchen wir das mal raus und dann gucken wir mal, was natürlich. Wir machen. Ganz klar. Wir haben ja auch im Katalog immer wieder mal stehen, wenn Sie Vorschläge haben, schicken Sie uns die. Wichtiger Hinweis. Richtig. Wir haben einen Pool, einen Ideenpool, den wir auch immer wieder anschauen jedes Jahr, bevor wir die Neuheiten entscheiden und schauen einfach. Es gibt natürlich viele, viele Kriterien, nach denen wir entscheiden. Mhm. Manchmal ist einfach was, ich sag mal, einfacher oder schneller oder besser zu machen als irgendwas, was vielleicht in anderer Richtung sinnvoller wäre. Genau, ich sage, okay, kann man ja auch machen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Die Leute wissen auch, oder alle Modellbahner, die uns kennen, die Lilliput kennen, wissen ja auch, dass wir in den letzten Jahren immer ein bisschen länger brauchen mit Neuheiten, weil es halt diverse verschiedene Schwierigkeiten gibt. Das muss man alles auch berücksichtigen. Aber dafür, wenn sie dann kommen, dann sind sie auch in Ordnung und dann passen sie auch. So ist es. Und jetzt kommen wir aber zu dem Teil, das Kundenwunschteil nochmal. Das ist also eine Heizung, eine Webasto-Heizung, die man unter diese Personenwagen drunter kleben kann, weil die alten Wagen, die es von Lilliput Wien noch gab, also vor der Bachmann-Zeit, die hatten alle diese Heizung nicht. Mhm. Und die Kunden sagen immer wieder, könnt ihr die denn nicht anbieten, damit wir die alten Wagen auch diese Heizung machen können, damit sie einfach realistischer aussehen. Ja. Das war natürlich kein Problem, die auch separat herzustellen. Das ist ja relativ schnell zu machen. Genau. Ist das 3D-Druck oder? Ja. Nee, das ist aus der Form. Spritz. Es ist eine richtige Spritzgussform. Okay. Wir haben es absichtlich nicht bedruckt, weil immer wieder was anderes oder auch gar nichts draufsteht. So kann der Kunde sich vielleicht selber die beschriften oder auch nicht, wie er es halt möchte. Alles klar. Gut, ich denke, dann können wir zum Bereich N kommen. H0E sind wir durch. Jetzt kommt die kleine Spur. Endlich. Ja, es ist kein Geheimnis, dass ich selber ein N-Bahner bin. Ja. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass halt in der Spur N noch viele Dinge gemacht werden können, die es in H0 längst gibt. Ja. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die Spur N immer mehr im Kommen ist, weil auch viele Menschen den Platz nicht mehr haben für H0 und dann einfach sagen, ich habe weniger Platz, aber ich kann ja bei N viermal so viel auf der gleichen Fläche unterbringen. Ich würde gerne nochmal mit der Eisenbahn spielen. Ja. Ich meine, wenn man dann später größer geworden ist, eine Familie hat, irgendwann gibt es eine Zeit dazwischen, wo keine Modellbahn im Auge des Betrachters steht. Die Jungs sind auf Bautschau oder was weiß ich. Und man hat Ausbildung. Früher hat man noch gesagt, wir gehen zum Bund. Das ist ja so nicht mehr. Ja. Aber wenn eine Familie da ist, glaube ich, ist dann schon wieder der Wunsch da, eine Modellbahn zu haben. Was man ja früher als Kind oder Jugendlicher noch hatte. Und dann steht man vor der Frage, ich habe keinen Platz. So ist es. Ich weiß ja selber, von was ich spreche. Ja, ich auch. Eine kleinere Spur, auf TT allerdings, hat Manfred nicht zu bieten. Schade. Nein, TT haben wir nicht zu bieten. Okay, so, im N-Bereich waren wir ja gelandet. Also in N haben wir
Farbvarianten gemacht. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es gibt immer wieder Schwierigkeiten. Wir müssen erst alte Sachen ausliefern, also gibt es jetzt da keine Formneuheit dieses Jahr. Aber dafür gibt es Wagen, die es so auch noch nicht gab. Ich erkläre auch gleich warum. Ja. Hier sehen wir mal den gelben DGT-Wagen. Das ist also der Maschinenpool der Deutschen Bahngruppe, DGT. Ja. Und dazu das heißt, muss man... glaube ich, Deutsche Bahngruppe Technik, glaube ich, DGT. Kann das so sein? Ähnlich, das so kann ähnlich, sein, ne? Ja. Und es ist ja so, dass wir im Programm auch den GLM HS 50 haben, den gedeckten Güterwagen, in verschiedenen Varianten. Ja. Und auch dann die spätere Variante mit den Haken und so weiter. Und später war es so, das gibt ja auch... Entschuldigung, ich muss noch weiter ausholen. Es gibt ja auch die Viehwagen, die ein ähnliches Fahrgestell haben. Ja. Und man hat später, weil man die Viehwagen nicht mehr gebraucht hat oder auch die GLM HS nicht mehr gebraucht hat, hat man die umgebaut zu Bahndienstwagen, zu Kühlwagen, zu allem Möglichen. Waren ja immer dieselben Wagengruppen von uns. Schon. Aber die haben dann zum Teil ein anderes Dach bekommen. Also man hat dann das alte Dach mit den Spriegeln nicht mehr gehabt, sondern hat ein neues Kunststoffdach aufgezogen. Und das sieht man bei dem gelben Wagen ganz gut, dass wir jetzt auch im Modell das machen können durch unser Baukastensystem, dass wir einen GLM HS-Wagen mit einem anderen, nämlich glatten Dach machen können. Und dadurch sind jetzt auch Bahndienstvarianten möglich, die dem Vorbild entsprechen. Das ist ja mal wichtig. Ja, ja, genau. Ja. Wir wollen ja dem Vorbild entsprechen und nicht möglichst keine Kompromisse machen. Genau. Ja, und diese gelben Wagen lassen sich auch wunderbar in Bauzügen zusammenstellen, denke ich mal. Genau. Aber können auch so mitlaufen. Bauzüge sind ja auf Anlagen immer wieder sehr beliebt. Ja, ja, klar. Die kann man irgendwo hinstellen, kann eine Bahnbaustelle machen, kann da wirklich eine Aktion darstellen und zeigen. Genau. Wir haben ja auch die Bahndienstwagen mit der Beleuchtung im Programm, die dann auch gut dazu passen. Zu den Turmwagen. Oder den, genau. Fällt mir gerade ein. Ja, gelb, das war also da kommen dazu. Wir dann auch noch dazu. Kommen wir noch da dazu. Kommen wir noch dazu, aber ganz zum Schluss. Gut, machen wir weiter im ja, dann Dokument. Genauso gibt es dann den Gerätewagen der DB jetzt, haben also wir in Epoche dazu. 3. Der passt dazu. Das ist jetzt einer mit Brettern. Ja. Ist halt eine andere Epoche. Hm? Mhm. Und das war ein Gerätewagen, der in München stationiert war. Ja. Dann gibt es einen Wagen, der ist ganz besonders, der kommt als nächstes. Und zwar haben wir uns da einen GOS 245 rausgesucht, der für die Firma Brenningmeier gefahren ist. Die haben Kleidung hergestellt und haben dann etliche Wagen gemietet gehabt, beziehungsweise ich glaube, die haben den sogar gehört eine Zeit lang. Und diese Wagen sind, wie man hier auch sieht, nicht sehr gepflegt gewesen. Die sind also wirklich im Laufe der Zeit, haben die echt alt ausgesehen. Und das finde ich richtig toll. Mit Flicken und mit Gebrauchsspuren. Genau. Und wir haben uns da ein Foto rausgesucht. Bei uns im Prospekt ist das auch drin. Ja. Das steht auch daneben, dass man das sieht. Ja. Der Wagen ist tatsächlich mit den ganzen Flecken und Ausbesserungsteilen und der Alterung komplett dem Original nachempfunden. So sind die Wagen tatsächlich gefahren. Die waren also nie neu, sondern immer alt. Pass auf, ja genau. Ich finde es ja sowieso schöner, dass man auch als Hersteller langsam dazu übergeht, nicht nur nagelneue Wagen zu bauen, sondern auch endlich mal dazu übergeht, Wagen, auch bei Personenwagen sieht man es oft mit Flicken dran und so weiter, so wie sie rumfahren. Muss ich ihn selber mit Pinsel ran, was wahrscheinlich schwieriger ist. Aber wenn die Hersteller das schon anbieten, finde ich eigentlich eine dufte Idee. Ja, also wir haben festgestellt, seit wir das machen, das wird sehr gut angenommen. Na klar. Weil viele auch sagen, für mich ist Altern einfach zu schwierig. Mhm. Aber wenn so eine gewisse Grundalterung schon drauf ist, dann ist das schön. Ja. Wir machen es ganz oft so, dass wir sagen, wir altern sie leicht. Das bedeutet, wir machen halt auf dem Dach oben, da ist ja meistens in der Mitte durch die Oberleitung so eine schwarze Spur, die im Laufe der Zeit sich dann so verbreitet. Ne? Und die machen wir eben dann auf das Dach drauf. Mhm. Und den Rest kann der Kunde, wenn er möchte, wenn er noch mehr Alterung möchte, anlegen. Auch selber machen oder machen lassen. So, dann machen wir weiter. Kesselwagen sind ja auch immer sehr beliebt, das ist aber was... würde ich sagen, sieht so bauhilfsmäßig aus, aber das ist es glaube ich nicht. Nein, das ist was ganz Spezielles. Wir haben dieses Set auch in H0 und es war die Frage immer wieder im Raum von Kunden auch, ja könnt ihr das nicht auch mal in N machen? Ja. Das, ihr habt doch den Wagen in N. Das war nicht ganz richtig, weil wir zwar den Grundwagen in N hatten, aber wir hatten ein Grundmodell, dass man aber nur mit zwei verschiedenen Kesseln machen kann und sonst ist alles gleich gewesen.
In H0 haben wir da ein bisschen Unterschiede. Es gibt nämlich bei den Wagen der Bauart Deutz und bei den Standard Güterwagen, Standard-Kesselwagen, da gibt es verschiedene Geländer. Die einen sind abgerundet, die anderen sind eckig. Es gibt verschiedene Kessel. Es gibt auch verschiedene Auslässe an dem Kessel. Ja. Und für dieses Set zum Beispiel haben wir Wasseranschlüsse gebraucht. Ja, weil dieses Set, das nennt sich Löschzug Wilhelm Köhler. Okay. Und diese Wagen sind eigentlich Wasserwagen, die zum Löschen eingesetzt werden, von der Bahnfeuerwehr ursprünglich mal. Und später sind die dann auch noch in Gelb lackiert worden und wurden für Testzwecke dann verwendet. Aber sie sind tatsächlich so gefahren, wie wir sie als Modell gemacht haben. Oh, zwar bloß eine kurze Zeit. Ja. Aber um dieses Set machen zu können, brauchten wir eben diese speziellen Teile und diese Auslassventile. Und das haben wir alles noch nachgemacht, sodass wir jetzt wesentlich mehr Kesselwagen machen können, wie am Anfang. Ja, so. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wie im Original, so ist er einfach ein Modell. Ja, so soll es sein. Wunderschöne Kesselwagen, würde ich sagen. Ja. So, das nächste Set, was wir gemacht haben, das ist für unsere niederländischen Freunde. Die haben nämlich auch diesen Kesselwagen gehabt. Der hat sich ja nach dem Krieg in ganz Europa verteilt und fast alle Bahngesellschaften hatten welche. Und da haben wir uns halt eine Variante rausgesucht, wo wir gleich ein Set machen konnten, sodass mal auch ein Epoche 3 Set für die Niederlande gibt. Mhm. Einfach in Grau, so sind die auch tatsächlich gefahren, steht nicht viel drauf, aber im Original ist es ja auch so. So waren sie halt. Ne? Da sind wir schon beim nächsten Thema. Die Kesselwagen, die wir vorher gemacht haben, die waren ja immer schön bunt, mit vielen verschiedenen Logos drauf oder Anstrichen. Aber wenn man so einen Kesselwagenzug mal fotografiert hat oder sieht, da fahren ja unterschiedliche Typen drin. Dann waren die ja meistens grau. Oder beschmiert. Oder beschmiert später dann, ja. Aber so der Standardkesselwagen war grau. Und wenn man einen ganz Zug hat, dann war gelegentlich mal ein Kesselwagen drin, der bunt war. Aber die meisten waren eben grau. Und deswegen haben wir beschlossen, wir machen jetzt mal eine ganze Serie graue Kesselwagen, so wie sie wirklich im Ganzzug waren. Und da freut sich Modellbahner bestimmt, einen Ganzzug mit so astreinen Wagen fahren zu können. Na gut, die haben natürlich verschiedene Epochen und verschiedene Bahngesellschaften, aber sie sind eben alle grau und das haben sie gemeinsam. Ja. Und wem das nagelneue Grau, sind sie weggewagen, das nagelneue Grau nicht gefällt, man hat immer noch Pinsel, Airbrush-Pistolen, man kann da also auch noch selber Hand anlegen. Ja, das Set, das man gerade sieht, ist zum Beispiel ein SBB-Set. Das sieht schon etwas besser aus. Das sind zwei verschiedene Wagen, die aber zur selben Zeit gefahren sind. Und damals, zu der Zeit, eben auch nach dem Krieg, dann hat man, ich muss mal eben nachschauen, jetzt muss ich spicken. Man kann nicht alles im Kopf haben. Man kann nicht alles im Kopf genau. haben. Interessant finde ich ja auch bei diesen Wagen, suche ich weiter. Bei den Kesselöffnungen oben, dass man hier einen breiten schwarzen Streifen gemacht hat, um mal leicht diese hässlichen schwarzen Schlieren etwas zu verdecken. Ja, die sind auch ein bisschen gealtert, das Set, weil die auch tatsächlich so waren und auch bei unserem Vorbildfoto, das wir hatten, sahen die schon leicht alt aus, also gealtert aus. Und dann sieht man auch ganz schön bei dieser BTA, das ist die Bundestankanlage Zollikofen, BTA. Ja, ja. Die haben damals diese Wagen genommen, haben die noch ein bisschen verändert, verstärkt. Die waren dann noch nicht zufrieden, so wie die waren, und haben sie zum Teil ausgebessert. Das sieht man jetzt hier an dem linken Wagen ganz gut. Ja. Da ist nämlich unten in zwei verschiedenen Grautönen, haben die nochmal gestrichen, weil ursprünglich war der so hellgrau wie oben. Ja. Und diesen Anstrich haben sie drauf gemacht als zusätzlichen Schutz oder weil er halt vielleicht schon alt ausgesehen hat. Und dann ist er natürlich schon wieder gefahren und wieder ein bisschen gealtert und so haben wir den auch nachempfunden im Modell. Wunderschön. Die anderen Kesselwagen in die haben wir alle als Einzelwagen gemacht, also nicht als Set, weil es da einfach sinnvoller ist, einzelne Wagen zu haben. Da gab es eben weniger davon und man sieht es jetzt hier auch ganz schön auf dem Drehteller, die verschiedenen Varianten. Ich kann es vielleicht nur mal ganz kurz anreißen. Ja. Wir haben einen Wagen der DDR gemacht, Epoche 4. Wir haben einen mit dem größeren Kessel von der Fuchs Mineralölwerk
Mannheim gemacht, von der Einheitsbauart. Das war dann ein DB-Wagen quasi. Wir haben einen gemacht für Italien, Ambrosoli und Villa Domodossola. Wir haben einen gemacht für Österreich, das ist der Avia-Wagen, der hat auch ein Schild drauf, ist aber sonst auch grau. Wir haben dann noch einen anderen österreichischen gemacht in der Epoche 3 und letztendlich einen VTG in der Epoche 4 für die DB. Also volles Programm. Die Kesselwagen-Liebhaber werden bei euch absolut Jeder finden. Kriegt einen. Jeder kriegt seinen Jeder und kriegt einen. Und wenn ihm das Design nicht ganz gefällt, kann er dann noch Hand anlegen, weil er sagt, das muss noch irgendwas Dreck dran oder so. Ich habe nur noch mal spicken müssen, ob ich alles habe. Ja, alles gut. Aber ich denke an Neuheiten. Sind wir jetzt durch? Das ist schon mal eine ganze Masse. Naja, es geht. Boah, es geht so. Also ich will mal so sagen, wenn die Wagen oder das rollende Material, was wir jetzt besprochen haben, auch so kommt, wie ihr euch das gedacht habt, das ist schon eine ganze Menge. Es kommt so, wie wir es uns gedacht haben. Und wir haben ja auch vor 3 Jahren unsere Philosophie in der Richtung geändert. Deswegen haben wir auch in Anführungszeichen so wenige Neuheiten, weil wir sagen, gerade bei uns, wo es ja jetzt mit einigen Sachen recht lang dauert, siehe die KÖV 3, siehe den 628er NN, siehe den 704er NN, wir kündigen nur noch Neuheiten an, wenn wir ganz sicher wissen, dass die innerhalb des nächsten halben, dreiviertel Jahres auch tatsächlich kommen werden, bei uns ankommen und im Handel sein werden. Das macht auch Sinn, muss ich sagen, alles weil andere macht nichts Sinn. Ist schlimmer, als dem Zuschauer oder dem Modellbahner irgendwas zu versprechen. Richtig. Was letztendlich nicht kommt. Richtig. Ja. Auch wenn man meistens überhaupt nichts dafür kann, weil es Sachen sind, die man gar nicht mehr kalkulieren kann. Ja, ja. Aber es ist einfach absolut sinnvoll zu sagen, nee, wir machen das so, weil dann wissen die Leute auch, okay, da kann man sich drauf verlassen, innerhalb des nächsten halben, dreiviertel Jahres werden die Sachen da sein. Und wenn dann was Neues kommt und wir wissen es, dann macht man halt einen neuen Prospekt oder einen Flyer und kündigt das separat an. Ja, genau. Aber alles andere macht keinen Sinn. Genau. Und deswegen, liebe Freunde, ist das ja auch meine Meinung. Also ich stimme Manfred wieder überein. Also wir hatten heute schon mehrere Übereinstimmungen heute. Es macht wirklich keinen Sinn, von den Herstellern immerfort Neuheiten zu fordern. Und bisher war es ja immer so, die Modellbahner haben die Industrie getrieben und ihr habt immer versucht sozusagen die Wünsche nach Möglichkeit zu erfüllen, was manchmal auch sehr utopisch war. Und deswegen finde ich das auch ehrlich, wenn man als Hersteller sagt, Leute, gemacht, gemacht. Wir alle wissen, dass es auch in den letzten Jahren immer wieder Probleme gegeben hat, sei es Material, sei es dies, sei es jenes, die Schiffe sind andersrum gefahren, sie sind nicht gekommen oder was weiß ich. Alles diese Dinge müssen wir natürlich mit berücksichtigen, das lege ich Ihnen auch wärmstens ans Herz, da nicht unbedingt zu drängen und nicht gleich wieder rumzuschimpfen im Netz, bloß weil irgendwas nicht kommt. Es ist ein Hobby, wir wollen spielen und sind zu froh, muss ich sagen, wenn es dann kommt, wenn ihr oder auch andere Hersteller sagen, wir versprechen, im dritten oder vierten Quartal ist das Zeug dann da. Das macht eigentlich mehr Sinn, offen und ehrlich zu kommunizieren. Richtig. Ne? Also ich finde ja auch, Modellbahn ist ja inzwischen sowieso ein Luxushobby geworden. Es kostet alles sehr viel Geld. Es kostet mehr Geld als früher, Und wenn ich dann schon so viel Geld ausgebe, für eine Lokomotive zum Beispiel, dann soll die auch super funktionieren, dann muss die perfekt sein und dann muss ich Spaß haben. Ja. Modellbahn soll Spaß machen. Alles andere ist Quatsch. Ja, genau. Ist so. Genau. Und Spaß habe ich dann, wenn alles funktioniert, wenn ich es draufstelle und es läuft. Ja? Und bei unserem 628er in N hat es funktioniert. Ja. Der läuft super, alle sind zufrieden. Ja. Bei den anderen Fahrzeugen wird es auch so sein, die jetzt noch kommen. Ich muss vielleicht noch, und das haben wir vorhin mal angesprochen, jetzt am Ende noch was dazu sagen zu unserem 704er in N, auf den ihr alle gewartet haben. Der jetzt auch ausgeliefert wurde, nachdem wir ein Riesenproblem hatten und den letztes Jahr schon im Sommer komplett zurückschicken mussten, weil ein Fehler passiert ist, den wir aber auch nicht zu verantworten hatten. Dieses Problem hatten wir noch nie. Nur wer nichts und macht. Und jetzt kam er neu, alles ist in Ordnung, sie mussten das ganze Gehäuse neu machen und was oben drauf ist. Jetzt ist der Stromabnehmer verkehrt drauf montiert. Also. Wir haben es rechtzeitig gemerkt, aber die ersten waren leider schon ausgeliefert. Und die Leute, die jetzt den können bekommen den haben, bitteschön, wenn sie so ein Modell bekommen haben, wo der Stromabnehmer verkehrt rum drauf ist, schicken sie das zurück, machen sie es möglichst über den Händler bitte, wo sie es gekauft haben. Ansonsten an unseren Service, da gibt es eine Adresse im Internet, sie können das an den Service zurückschicken. Der Stromabnehmer wird getauscht, denn das ist nicht ganz so einfach, den selber zu tauschen.
und sie bekommen das Modell selbstverständlich dann wieder zurück. Das alles kostenfrei. Und alle anderen, die den bestellt haben, die müssen noch ein bisschen warten, weil wir jetzt erst die Stromabnehmer tauschen und dann werden sie richtig ausgeliefert. Ich würde fast sagen, das war das Wort zum Samstag. Das Schlusswort eigentlich für unseren Besuch bei uns, bei euch heute hier. Wir haben wieder viel Neues erfahren. Ich habe auch wieder viel Neues dazugelernt. Für mich war das auch immer, ist das auch immer ein Erlebnis, was die Hersteller so produzieren, was sie machen, wie viele Gedanken sie sich machen. Lieber Manfred, vielen Dank für das tolle Gespräch hier, dass wir bei euch zu Gast sein durften. Und Sie, liebe Freunde zu Hause, ja, sind Sie gespannt, wie es weitergeht? In den nächsten 2 Stunden sind wir dann woanders zu Gast. Ich weiß jetzt nicht wo, ich will es dann auch nicht verraten. Klicken Sie einfach bei uns rein. Lieber Manfred, viel Spaß noch für heute und morgen. Morgen ist die Messe zu Ende. Lieber Frank, auch vielen Dank. Vor allen Dingen vielen Dank dafür, dass wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen konnten. Ja. Das war ja früher oft nicht der Fall. Man musste schnell durchhechten, ja, weil es musste weitergehen. Jeder musste genau, drankommen. Jeder wollte drankommen. Ja. Heute durften wir uns ein bisschen Zeit lassen, ja, auch wenn es improvisiert war. Aber es war schön, dass ihr da wart. Wir leben alle von der Improvisation. Wir sind auf der Messe und da muss läuft einfach vieles anders, als man plant. Vielen Dank, Manfred. Und schönes Wochenende. Nee, ist ja schon fast noch nicht ganz. Nächste Woche dann. Ja. Alles klar. Danke. Alles klar. So, tschüss, liebe Freunde, das war's. Tschüss und wie gesagt, in 2 Stunden sehen wir uns wieder.